dem Partner etwas verbieten. No-go oder normal? Wenn du ihm jetzt schreiben würdest, ey, ich hab Bock, komm vorbei, was denkst du, was er antworten würde? Ab wann wird der Bodycount eines Mannes unattraktiv für Frauen? Ich habe auch deinen Talk mit Coach Burak mir angehört. Ich glaube definitiv auch, dass es für Männer schwieriger ist, diese Art sexuelle Disziplin überhaupt erst aufzuweisen, als wie es jetzt für Frauen ist. Und ich glaube, wenn ich dann auch so dieses Gefühl bekommen würde von dieser Frau, dass die wirklich versucht, mich zu verstehen und zu sagen so, okay, ich akzeptiere dich als Mann und als Mensch genauso wie du bist, weil ich dich liebe. Frag sie mal nach 9/11 und Mondlandung. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. So, sie fragt, dem Partner etwas verbieten. No-go oder normal? So, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Soll ich anfangen? Ich würde niemals jemandem irgendwas verbieten. Für mich ist wichtig, dass von Anfang an die Karten auf dem Tisch liegen. Und ich bin aber auf jeden Fall jemand, der sagt, das sind Dinge, mit denen komme ich klar, das sind Dinge, mit denen komme ich nicht klar. Hier sind meine Grenzen, das möchte ich, das erwarte ich. Und wenn das nicht miteinander harmoniert oder nicht miteinander einhergeht, dann geht man die Beziehung am besten gar nicht erst ein, so weißt du. Und da ist es halt wirklich wichtig, dass du die wichtigen Dinge auch von Anfang an auf den Tisch drauf packst und nicht erst nach ein paar Monaten oder so, weil dann wird's schwer. Dann gibt's Diskussionen, dann gibt's Streitereien, dann kommt meistens diese toxische Scheiße mit rein, weißt du. Aber wenn du von Anfang an dich hinsetzt, und das sage ich auch zu allen Männern, weil ich glaube, viele Männer trauen sich nicht von Anfang an, ihre Grenzen aufzuzeigen oder zu sagen, das erwarte ich nicht, weil sie denken, dann kriege ich die Frau vielleicht nicht. Aber seid nicht so bedürftig und strahlt diese und macht nicht alles dafür, um die Frau zu bekommen, weil, wie gesagt, irgendwann kommt euer wahres Gesicht raus. Irgendwann merkt ihr, okay, ich komme damit nicht klar, und dann muss es angesprochen werden. Deswegen macht es von Anfang an. So denke ich. Ja, nee, kann ich dir eigentlich mit vielerlei Hinsicht zustimmen. Ich finde es auch extrem wichtig. Da kommen wir auch noch mal auf das Thema Werte und allgemein politische Ansicht, was auch immer. Und einfach von Anfang an klärt, ey, so stelle ich mir das halt vor. So. Und keine Ahnung. Auch, also ich meine, sowohl Frauen als auch Männer. Wenn zum Beispiel eine Frau unbedingt Kinder haben möchte, aber der Typ möchte zum Beispiel keine Kinder haben. Und das Thema die ganze Zeit totgeschwiegen wird. So, und dann irgendwann so, ja. Also eigentlich möchte ich Kinder haben. Und dann, man ist schon voll Und in irgendwie Love, dann man hat sich voll miteinander so Leben miteinander aufgebaut und so, das ist voll schwachsinnig. ist halt einfach, und deshalb finde ich es halt einfach so wichtig. Und das ist halt auch einfach, ne, ja, was ich halt einfach dann halt so schlimm finde, ist, wenn so Beziehungen dann halt so sind, ja, eigentlich ja, möchte ich das so halt gar nicht. Also jetzt auch hinsichtlich, ja, okay, das ist gar nicht so ein Verbieten-Thema, aber einfach weil keine Kommunikation am Anfang halt stattgefunden hat, ob es überhaupt kompatibel ist. So. Also man muss doch vorher klären, solche wichtigen Sachen, ey, wie stelle ich mir mein Leben vor? So, möchte ich im Ausland leben? Möchte ich Kinder haben? Möchte ich heiraten? Möchte ich mir was Selbstständiges aufbauen? Möchte ich das und das? Irgendwie, was möchte ich hier in diesem Leben? So. Weißt du? Und ich glaube, wenn das geklärt ist, dann, wie du schon gesagt hast, kann ich dir nicht zustimmen, dann kommt es ja gar nicht dazu, dass die eine oder andere irgendwie Person der anderen Person halt was verbieten möchte. So. Ja. Genau. Ja. Ist auch schlimm, glaube ich. Also also ich habe das selber in der Vergangenheit auch schon durch. Da fängt es dann an, auch dann wirklich toxisch zu werden, meiner Meinung nach so. Wenn du halt die Dinge von Anfang an nicht klar machst und dann irgendwann dann halt dich hinsetzt und sagst so, ey, ich will nicht mehr, dass du dich mit deinem besten Freund triffst, so. Nach einem Jahr oder so, weißt du, nachdem ihr zusammen seid. Das Man gefällt mir kennt. nicht. Ja, so. Wie stehst du denn dazu? Wie, Wozu? wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein Typ, also wenn, sagen wir mal, da ist jetzt jemand, der für dich Potenzial hat für eine Beziehung, und du hast einen männlichen Kumpel und der sagt, das geht für mich nicht. Da kommt es für mich halt drauf an, wie wichtig ist mir in erster Linie natürlich auch, ne, der männliche Kumpel. So, ich habe tatsächlich nicht viele männliche Freunde in meinem Leben, eigentlich nur einen, ja, vielleicht zwei männliche Freunde, aber eigentlich nur einen, mit dem ich ein bisschen enger irgendwie befreundet bin. So, weil ich glaube, dass Freundschaft zwischen Mann und Frau halt auch schwierig sein kann. So,
Und demnach, wenn mir die Person natürlich sehr, sehr, sehr wichtig ist, dann würde ich halt probieren, mit meinem Mann zu kommunizieren, dass mir das halt sehr, sehr wichtig ist, dass die beiden vielleicht auch einfach mal miteinander sprechen, dass wir halt, dass er halt auch weiß, okay, ey, ich muss mir keine Sorgen machen, weil ABC, so, und er halt einfach für sich seinen eigenen Eindruck einfach von macht. Prinzipiell wäre es mir, wenn mir die Person halt wirklich richtig am Herzen liegt, schon auch wichtig, dass das dann eben auch akzeptiert wird. So. Ich habe mal eine Aber ich denke, Frage zu das deinem sind auch Männ bestimmt Ich habe mal eine Frage zu deinem Sachen. männlichen, mit zu deinem männlichen guten Freund. Was denkst du, wenn du ihm jetzt schreiben würdest, ey, ich hab Bock, komm vorbei, was denkst du, was er antworten würde? Nee. Also, okay, sagen wir es so. Also, guck mal, sagen wir es so. Ich habe dir ja gesagt, ne, zwei. Bei dem einen weiß ich, da wäre es wahrscheinlich ja, aber das ist auch kein, also, das ist keine so tiefe, enge Freundschaft, sondern eher, ne, kumpelmäßig. Aber bei dem anderen wusste ich das nein. Aber ich weiß, was du meinst. Und da stimme ich dir auch 100% zu. Deshalb sage ich dir auch, hatte ich halt in meinem ganzen Leben kaum männliche Freunde, weil halt alle dann irgendwann was von mir wollten. Ja, das, und So. das ist auch, das merke ich auch immer wieder, dass Mädels das gar nicht so richtig krass auf dem Schirm haben, wie Männer funktionieren, weißt du, was ich meine, so? Wie stumpf wir in, teilweise in Hinsichten auch sind und, weißt du, ich glaube, viele Frauen würden das nicht erwarten, manchmal von Männern, dass sie so oder so sind. Aber ich bin halt ein Mann, weißt du, und ich kann dir sagen, also, Ja, dass die beiden, 95, ja. 95% oder 99% der Männer würden sofort, der würde jetzt schon vor deiner Tür stehen, wahrscheinlich. Ja, das stimmt, also, möchte ich gar nicht negieren. Also, glaube ich definitiv auch. Aber ich bin Deshalb auch meine ich trotzdem der auch. Überzeugung, weil ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich habe auch weibliche Freunde, so, ne? Ja. Ich habe weibliche Freunde und ich kann dir sagen, ich würde nicht, weißt du? Ich würde nicht wirklich, Ja, so deshalb sage ich halt. hundertprozentig. Ja, das glaube ich halt. Und ich glaube halt, also ich habe halt, wie gesagt, auch einen männlichen Freund, bei dem weiß ich auch, würde er auch nicht. So. Und das ist halt aber Das relativ ist halt. selten. Und ich glaube, die knackt der Großteil Aber ist anders. ich sag dir ehrlich, ich meiner Meinung nach Sag kannst du, ehrlich. ich sag dir ehrlich, meiner Meinung nach kannst du das nicht einschätzen. Weil du Ja, kein normal, Mann ich bin bist. kein Mann. Ich kann es halt nur probieren mit meinem Wissen natürlich, halt auch einfach über die So, Biologie. So, ja. da einfach zu checken, so, dass es halt was anderes ist, dass halt einfach ein Mann da einfach, wenn er halt die Möglichkeit dazu hat, ja gut, na, dann würde er die Möglichkeit halt auch nutzen und dass Einer Frauen halt schreibt, einfach anders sind, aber. nicht anziehend auf dich, Cousin, sonst würdest du. Das ist, glaube ich, zu mir gemeint mit meinen weiblichen Freundinnen. Nein, würde ich, nein. Weil, guck mal, ich glaube halt, wenn du als Mann, sage ich mal, einen guten Zugang zu. Negiert er den Wenn du als Mann einen guten Zugang zu Frauen auch hast, vor allen Dingen, weißt du, und keiner bist, der zum Beispiel halt nicht viel Zugang zu Frauen hat und nicht viel Möglichkeiten bekommt, dann glaube ich, ist es eher der Fall, wenn du mit einem Mädel befreundet bist, dass du eigentlich im Ja. Hintergedanken mit ihr was haben möchtest, so, weißt du. Aber wenn du Voll. jemand bist, der eh kein Problem damit hat, irgendwie Frauen zu bekommen, und ich teilweise habe ich das auch einfach bewusst entschieden und gemerkt, so, ey, das ist besser als Freundschaft, so. Das bringt uns beiden mehr als Freundschaft. Und dann habe ich gesagt, so, wir belassen das bei Freundschaft. Für mich persönlich habe ich das gesagt, weil meistens Das kommt bringt euch der. mehr als eine Beziehung. Ich habe das euch ja versprochen, oder? Ja, Du genau, meinst, das bringt. bringt euch mehr als eine Beziehung. Du meinst, das bringt euch mehr als So. Freundschaft. Nein, mehr als eine Beziehung. Stimmt. Ja. Danke für den Hinweis, Lehrerin. Okay. Ab wann wird der Bodycount eines Mannes unattraktiv für Frauen? Ist der Bodycount eines Mannes überhaupt relevant für Frauen? Wäre meine Fragestellung. Ja, soll ich darauf antworten? Ja, erstmal ja oder nein? Es kommt für Ehrlich, mich drauf sei an. ehrlich. Ja, ich bin immer ehrlich. Ich finde, es kommt drauf an, wann sich dieser Bodycount quasi aufgebaut hat. Verstehst du, wie ich meine? Also, machen wir mal ein Beispiel. Also, natürlich, ich rede jetzt nur von mir, finde ich es, also möchte ich mich ja sicher fühlen. So. Und das heißt, wenn ein Mann mit sehr, sehr vielen Frauen schläft oder geschlafen hat, dann I fühle like ich that. persönlich mich erstmal nicht safe, dass ich ihm vertrauen kann. So.
dann ist aber halt auch die Frage. Thank you, Rose, ne? The man, bester Mann. Danke für den Support. Ja, ja. So, dann ist aber halt die Frage, wann war das? So, ist das halt, gehört das zu der Vergangenheit? Was und wer ist dieser Mann jetzt? Eine einfache Frage und sie stellt, macht biologische Formel auf. Ja, das ist mein Sinn. Guck mal, sag mal grundsätzlich, du lernst einen Mann kennen. Wir lernen uns jetzt gerade kennen. So, wir haben ein Date. Alles passt, alles ist nice, alles ist easy. Würdest du auf die Idee kommen, mich zu fragen, mit wie vielen Frauen ich geschlafen habe? Ist es für dich relevant? Ist es für dich wichtig? Wenn die Energie passt und du denkst, es ist ein guter Typ. Aber das habe ich dir eigentlich, das ist ja gerade auch meine Antwort schon gewesen da irgendwie. Ich finde, mir ist es persönlich, ich fände es halt einfach schon irgendwo wichtig zu wissen, ob er jetzt gerade irgendwie gefühlt mit 20 Frauen irgendwie die Woche halt irgendwie schläft, wäre es mir halt schon irgendwie wichtig zu wissen, weil ich mich halt dann nicht safe fühlen würde. Aber wie gesagt, ich finde, es kommt darauf an, wann das war, auch natürlich aus welchen Gründen das auch alles war. Es sind ja auch immer Gründe, warum man überhaupt das Bedürfnis hat, das zu tun. Hm. Aber natürlich, das Allerwichtigste ist, wie ist es jetzt? Wie ist mein Gefühl jetzt? Vertraue ich jetzt? Fühle ich mich jetzt sicher so mit diesem Mann? So, euch das Gefühl ist auch gut. Genau, aber komplett unwichtig finde ich es nicht. Weil ich mich dann halt nicht safe fühlen würde, wenn ich wissen würde, der hat was mit 1000 anderen Frauen jetzt noch letzte Woche gehabt. So. Also du würdest dich nicht safe fühlen im Sinne von, dass er vielleicht fremd geht oder was? Oder was meinst du damit? Ja, dass er sich nicht committen würde. Also dass er sich halt nicht auf eine feste Beziehung halt committen würde. So. Ja. Genau. Aber wie gesagt, ich finde, das kommt halt auch darauf an, wann das halt auch alles war. So, wenn ich jetzt eine Person kennenlerne und diese Person hat dann halt irgendwie in der Vergangenheit mit ganz, ganz vielen Frauen geschlafen, so, und ist jetzt aber an einem ganz anderen Punkt in seinem Leben und ich spüre ja sein Herz, ich spüre seine Intention und spüre seine Energie und das passt für mich und ich höre auf mein Gefühl und ich fühle mich jetzt sicher mit ihm, dann ist ja, dann ist egal, was war. Klar, wenn trotzdem da, glaube ich, noch so ein bisschen dann Trust Issues, so ein bisschen, nicht Trust Issues, ich würde erstmal auf jeden Fall vorsichtig schauen, sein. Ne? Kann ich vertrauen? Ja, genau. So. Mhm. Aber, was benutzt und, ja. Und kannst du ein bisschen nach links rücken? Oh ja. Weil ich habe dich so ein bisschen abgeschnitten, ja? Du sitzt nicht mehr in der Mitte. Ja, genau, ja, das war ein bisschen zu weit, das war zu weit, das war viel zu weit. Ein Stück zurück wieder, noch ein Stück. So ist perfekt. So ist perfekt. Ja. Nein, bleib da. Ja. Was bedeutet für dich Commitment? Also, weil du sagst, wenn er sich nicht committen, dass er sich, also du hättest das Gefühl, wenn er mit jetzt letzte Woche noch mit 10 Frauen geschlafen hat, dass er sich dann eventuell nicht richtig mit dir committen würde, ne? Ja, also nichts ist ja unmöglich. Also es kann natürlich auch sein, dass man einen Mann kennenlernt, der letzte Woche noch mit 10 verschiedenen Frauen geschlafen hat und der auf einmal, du bist meine Frau und ich committe mich zu dir. So, kann das sein. Was bedeutet das für dich? Ich committe mich zu dir? Also für mich heißt Commitment dazu, dass man halt eine exklusive Beziehung führt. Also ich halte jetzt nichts von Polyamorie oder was auch immer, für mich persönlich, so. Mhm. Das ist mein Mann, ich bin seine Frau und ja, da sind dann nicht noch irgendwelche andere Frauen dann quasi mit dabei. Ja. Ja. Und Commitment ist ja, weißt du, ich finde, Commitment ist gar nicht nur auf sexueller Ebene. Ich finde, Commitment ist halt auch, das ist meine Frau. So, und das ist mein Mann. Und ich committe mich mit dieser Person. Weil ich sag dir ehrlich, ich sehe so viele Männer, die sich sexuell quasi exklusiv machen und sagen, ich committe mich zu dieser Frau und ich habe nur noch diese Frau bis zum Ende meiner Tage so. Aber die committen sich nicht richtig, weißt du, was ich meine so? Die committen sich nicht richtig, weil für mich bedeutet das, also das größte Commitment ist für mich, wenn ich eine Frau habe und bereit wäre, für sie zu sterben, so wirklich zu sterben. Einfach zu sagen, okay, ich würde mein Leben dafür geben,
Ja. Damit die Frau weiterleben kann. Weißt du? Das ist für mich eigentlich das echte ja. Commitment so. Meiner Meinung nach so. Ja. Paul, ich hab auch deinen Talk mit Coach Burak mir angehört. Yeah. Können wir auch gerne mal drauf eingehen. Ich fand's spannend. Ich fand's ganz spannend. Ich würde ihm gar nicht komplett irgendwie widersprechen. Ich finde das halt sehr, sehr interessant. Also es ging ja so ein bisschen darum, dass er eigentlich der Meinung ist, dass Männer halt auch in einer Beziehung halt auch mit anderen Frauen halt eigentlich Sex haben sollten und halt wollen. Erstmal geht's um wollen. Meiner Meinung nach geht's erstmal um wollen. So, und ja. das ist schon eine Sache, ja. die ist so, also ich kenne viele Männer, die in, ich versuch's mal so auf meine Art und Weise auszudrücken. Ich kenne viele Männer, die sind in Beziehungen und die sind auch sexuell exklusiv, aber die haben meiner Meinung nach immer noch Bock, mit anderen Frauen was zu haben. Sonst würden sie sich nicht jeden Tag ein Porno reinziehen, irgendjemanden auf OnlyFans abonnieren oder mich anrufen und mich fragen, mit wem ich letzte Woche was hatte und die Stories hören wollen, so. Weil die einfach auch das Bedürfnis danach hätten, eigentlich mit jemand anderem noch zu schlafen, so, weißt du? Und ich glaube, dieses Verständnis ist erstmal auch so wichtig zu verstehen, weißt du? Dass ein Typ, der vielleicht einen hohen Testosteron-Level hat und vielleicht auch Zugang hat zu vielen Frauen oder sich den Zugang aufgebaut hat, so, dass er grundsätzlich erstmal instinktiv auf jeden Fall dazu tendiert, ich sag nicht jeder und ich sag nicht alle, aber dazu tendiert, auch mal hier und da die Gedanken zu haben, eventuell mal was mit einer anderen Frau zu haben. Sei es nur ein Porno reinziehen oder irgendwie einen Kumpel anrufen und fragen, Bro, was hast du letzte Woche, Digga, geil und so, erzähl mal dies, das, bla bla bla, weißt du? Daran merkt man das halt schon, meiner Meinung nach. Und dieses Verständnis alleine ist schon irgendwie wichtig, dass man das als Frau auch versteht einfach, weißt du? Weil ich möchte einfach auch eine Frau an meiner Seite haben, die versteht wenigstens ansatzweise, wie ein Mann funktioniert und wie ein Mann denkt. Auf der anderen Seite, das will ich auch ganz klar dazu sagen, ich glaube, ich habe noch keine Frau gefunden oder in meinem Leben gehabt, die mich sexuell und intellektuell hundertprozentig befriedigt. Und solange ich noch nicht diese Frau mal gehabt habe in meinem Leben, würde ich niemals eine Aussage darüber treffen, ob das bei mir funktioniert oder nicht. Weißt du? Dass ich mich einer Frau committe und bis zum Tod nur noch mit dieser Frau schlafe. So. Das muss ich erstmal erleben. So. Aber nichtsdestotrotz möchte ich auch von Anfang an halt klar machen, wie ich bin und wer ich bin und keine Angst davor haben müssen, dass dadurch halt eine Beziehung kaputt geht. So, weißt du, was ich meine? So, das ist irgendwie so, ich finde das irgendwie halt traurig, so, weil ich meine, ich habe es selber am eigenen Leib schon gemerkt und gespürt, so, dass ich eine Frau richtig geliebt habe und für die gestorben wäre. Und dann ist es leider passiert, dass ich sie betrogen habe, so. Und am Ende des Tages wäre ich trotzdem noch für diese Frau gestorben, weißt du? Wäre ich für diese Frau bis in den Tod reingelaufen. Ja, ich wäre für die Frau wirklich bis in den Tod gegangen, weißt du, wie ich meine so? Egal, was passiert ist oder was nicht passiert ist. Und das hat sie auch gemerkt am Ende des Tages und hat mir dann auch verziehen. Ich hab halt echt noch Probleme so, also ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich mit dem Thema umgehen soll. Wie ich jetzt zum Beispiel, wenn ich meine nächste Partnerin oder ein Mädel kennenlerne, wo eventuell mehr drin ist als nur Spaß, sondern das auf eine Beziehung hinausläuft, wie offen und wie ehrlich ich mit dieser Frau dann reden kann. Aber ich werde diese Karten auf den Tisch legen und werde genau das sagen, was ich hier gerade gesagt habe, so. Und dann werde ich gucken, was sie dazu sagt. Und man muss schauen, was die Zukunft dann bringt, so. Weißt du? Weil wie gesagt, ich hab noch nie eine Frau gehabt, die mich auf allen Ebenen befriedigt hat, so. Kann sein, dass ich dann gar keinen Bock mehr habe, so. Aber ich will es irgendwie auch nicht vorgeschrieben kriegen. Ich will das selber entscheiden können, weißt du? Ich will selber sagen können, nein, ich bin exklusiv. Weil es ist auch mein Ding. Es ist ja mein Ding. So. Ist es verständlich ein bisschen? Was sagst du dazu jetzt, zu dem, was ich gesagt habe? So? Ja, ich habe dir zugehört. Ich habe dazu einiges zu sagen. Ich habe dir zugehört. Also erstmal, ich verstehe 100%, was du sagst. Ich glaube definitiv auch, dass es für Männer schwieriger ist, Art sexuelle Disziplin überhaupt erst aufzuweisen, als wie es jetzt für Frauen ist, weil Frauen gar nicht so arg dieses Bedürfnis überhaupt haben. Deshalb, wie gesagt, ich fand den Talk mit dir und Burak ist ja auch sein Name, ne? Ja. Mit Burak wirklich mega spannend. Also es ist ja einfach so, dass Männer einfach da
ja, biologisch, einfach mehr Testosteron haben, allgemein andere Hormonlevel. Und ja, habt ihr ja auch nochmal ausführlich drüber geredet, das können sich ja die Leute sonst auch nochmal irgendwie anhören. Auf jeden Fall Empfehlung, war auf jeden Fall mega interessant. So, was ich halt nochmal einen Aspekt halt finde, ist, wenn man das jetzt auch nochmal wirklich auf spiritueller, auf energetischer Ebene sieht. So, klar, wir dürfen unsere Biologie nicht vergessen. Das ist, ne, ist irgendwo auf jeden Fall ein Aspekt. Aber ich glaube, wenn, also, ich kann mir definitiv vorstellen, ich bin kein Mann, so, aber wenn man wirklich so seine Frau gefunden hat, so, und wirklich eben nicht nur auf physischer Ebene, natürlich auch auf physischer Ebene, ne? Wir sind Mensch, das gehört auf jeden Fall ja dazu, dass man sich auch physisch anziehend findet und sexuell, was auch immer. So, aber wenn man wirklich auch diese Soul-to-Soul-Connection spürt und echt so spürt, ey, so, du bist meine Person, ich bin hier, um das mit dir hier eins wieder zu werden. Und also, dann kann ich mir halt auch vorstellen, dass es nicht bei jedem Mann halt so sein muss, dass er in einer Beziehung auch mit anderen Frauen das Bedürfnis hat, was zu haben. So, ich glaube definitiv, ich würde das auf jeden Fall Also meinst du nicht, dass unterschreiben, er das hat, dass es aber dann schwieriger ist. einfach, dass er das hat, aber dann einfach halt unterdrückt für die Frau? Dann halt wegen dieser Das wäre. spirituellen Verbindung? Nee, ich glaube, dass wir, also dann, wenn man es unterdrücken würde, dann wäre es ja trotzdem da. So. Also du Und glaubst, dann hätte dann ich. kann man quasi kann man das ausstellen, quasi so einfach wie so ein Schalter, so okay, Ich glaube, jetzt also wirst du weißt du, nie ich glaube, wieder Bock haben auf eine andere. also ich glaube nicht, dass man als Mann, also wie gesagt, ich bin ja kein Mann, so ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen, ich kann mir schon Voll. vorstellen, dass man als Mann dann trotzdem sich denkt, okay, die hat einen geilen Arsch oder keine Ahnung was, oder einfach so die Schönheit einer anderen Frau halt appreciaten kann. So, oder die Attraktivität einer anderen Frau halt ja wertschätzen können, auf Deutsch bleiben. So, aber trotzdem nicht unbedingt das Bedürfnis hat, dann mit ihr zu schlafen. So, ich weiß es nicht. So, ich finde es wirklich ein spannendes Thema. Ich auch. So, keine Ahnung. Aber nochmal zu dem, was du halt meintest mit du möchtest dir halt nicht so, du möchtest das selbst entscheiden, aber ja, klar, also ich meine, das meine ich ja auch mit, ja, Ja, aber oder ich das möchte meinten auch wir offen glaube ich auch sein. beide Ich mit. möchte auch offen sein können. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich möchte offen und ehrlich kommunizieren können, wie ich bin als Mann, was ich Ja. denke als Mann, ohne irgendwas zurückzuhalten. Und ich sage dir, 99% der Männer halten den Scheiß einfach zurück, weil sie ganz genau wissen, wie die Frauen darauf reagieren würden. Und so ein Mann will ich nicht sein. Ich will, wenn es die Frau ist, wenn es die eine Frau ist und wenn diese spirituelle Verbindung da ist, wie du sie eben beschrieben hast, so, dann will ich auch mit ihr wirklich offen und ehrlich reden können, auch über meinen Sexualtrieb und auch über meine Bedürfnisse so. Ich will das kommunizieren können, ohne Angst davor zu haben, dass sie mich deswegen verlässt, beziehungsweise klar kann sie mich dafür verlassen, aber ich will halt wenigstens offen und ehrlich sein können, weißt du, und dieses Verständnis dafür auch bekommen von der Frau so, dass die mir auch versucht zuzuhören und sagt so, ah, okay, krass, und nicht direkt dagegen argumentiert oder sagt, nein, das geht gar nicht und hier und da und bla, sondern einfach auch so zuhört, weißt du, was ich meine, und sich da vielleicht versucht reinzuversetzen und zu sagen so, okay, krass, kenne ich als Frau gar nicht so extrem. Crazy, so. Erzähl mal noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, wenn ich dann auch so dieses Gefühl bekommen würde von dieser Frau, dass die wirklich versucht, mich zu verstehen und zu sagen so, okay, ich akzeptiere dich als Mann und als Mensch genauso wie du bist, weil ich dich liebe, dann verändert sich auch was, glaube ich, in dem Mann dann. Weißt du, was ich meine, so? Toll, das ist ja immer so, wenn man halt Verständnis sich gegenseitig überhaupt als aufbringt, dann gehen ja auch gewisse Bedürfnisse ja schon, also jetzt gar nicht mehr jetzt nur darauf bezogen, sondern Ja, durch weil du auch mein, deinem, ja, genau, weil du hast dann im ja. Kopf nicht mehr diese Angst und dieses so, okay, krass, scheiße, wenn die das, sondern du konntest mit deiner Frau darüber reden und ich glaube, das nimmt dir auch voll viel, vielleicht sogar von diesem Drive weg, dass du überhaupt Bock auf andere Frauen hast. Glaube ich wirklich. Weißt du, was ich meine Ja, so? voll. Einfach, dass es halt auch nicht so in so totgeschwiegen wird. Hast du auch gerade gelesen, ne? Was denn?
Was war? Also ich dachte, du musst auch über den Chat lachen. Was war? Was, sag mal, über was hast du gelacht? Ja, du hast schon gelesen. ja, also, nochmal darauf zu antworten. Ich glaube, es ist halt einfach wichtig, ehrlich zu kommunizieren und dann halt auch wirklich zu schauen. Also ich meine, es wäre ja auch die Frage, geht man dann halt in eine Beziehung zum Beispiel rein und sagt, ah, okay, ich weiß noch gar nicht, ob das exklusiv halt sein kann. Ich weiß gar nicht, ob ich es kann. Muss ich doch mal mit der Zeit schauen. Und dann ist ja auch die Frage, okay, gut, ist dann ehrlich kommuniziert, voll wichtig. Und dann kann die Frau dann ja entscheiden, okay, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Oder es gibt ja so viele verschiedene Szenarien. So, man kann da von Anfang an offen drüber sprechen und ne, man lernt einander kennen und dann geht es schon währenddessen, bevor vielleicht irgendwie überhaupt eine Beziehung überhaupt dann ja eingegangen wird, dieses Bedürfnis, ja, das ist jetzt das falsche Wort, aber zumindest, dass man ja mit einer anderen Intention dann die Beziehung halt eingeht. Das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass sowohl der Mann als auch die Frau einfach vorher klar kommunizieren, was ist, dass keiner irgendwelche Sachen behauptet, die jetzt einfach nicht so sind. So, und dann haben beide ja auch den freien Willen zu sagen, okay, das ist was, worauf ich mich einlassen möchte oder halt auch nicht. Wir schenken uns das nicht so viel an. Nein, 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 die reden über mich, Digga. Sorry, sorry. Ey, hört mal auf, Chat jetzt. Alles cool, ich bin einfach nur ehrlich. Fuck. Nein, guck mal. Ich weiß schon, worüber du gelacht hast. Ich schwöre, ich weiß, worüber du gelacht hast. Nein, guck mal. Oh nein, ist gerade abgebrochen. Auch für den. Auch, was ist abgebrochen? Ah ja, nee, jetzt sind wir da. Nee. Auch für den Chat so. Ich meine, guck mal, das Ding ist, ich weiß ganz genau, dass ich auch einfach die Dinge sagen könnte, wenn ich jetzt ein Mädel kennenlerne. Wir reden jetzt hier so öffentlich über diese ganzen Themen und so, die Leute sollen es auch nicht falsch verstehen. Wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne und das Gefühl habe, okay, das könnte was Ernstes werden und so, ich weiß ganz genau, dass ich Talks machen, ich weiß ganz genau, dass ich genau so reden könnte, wie sie es haben möchte und es würde dann funktionieren. Weißt du, was ich meine? Aber warum soll ich lügen? Ja, aber 99% der Männer lügen. Warum soll ich lügen? Weißt du, was ich meine? Aber das Problem dabei ist, wenn 99% der Männer lügen und der 1% sagt dann die Wahrheit, dass dann die Frauen sagen, okay, den will ich nicht. Obwohl es eigentlich der Einzige ist, der euch die Wahrheit sagt. Verstehst du, was ich meine? Das ist so, das finde ich so krass. Also, ja, ich finde halt, das Ding ist halt auch, ich meine, ist ja auch die Frage, so, wann ist man ehrlich? So. Also jetzt vielleicht, aber weißt du, was dieses ganze Sexuelle angeht, das ist vielleicht etwas, wo dann eher Männer halt dann irgendwie lügen, so. Aber zum Beispiel Frauen lügen dann vielleicht, oh, ich möchte gar keine Kinder. Weißt du? Mhm. Das bringt ja alles nicht. Deshalb hier von Anfang an halt in die Karten auf den Tisch. Ja, so. In jeglicherlei Hinsicht. Ja, nicht nur in Beziehungen. Also okay, gut, nicht, ich meine nicht nur in romantischen Beziehungen. Auch halt so auch generell, ja, ich bin ein offenes Buch. Ja. Ey, alles. Alles, weil ehrlich, wenn ich eins gelernt habe, es ist, Lügen kommen sowieso immer raus und in dem Moment, wo du dich halt, nee, nur, das war jetzt voll random, einer fragt, Digi, frag sie mal nach 9/11 und Mondlandung. Einfach oh, gleichzeitig, Digga. Ey. Ey, wir sind gut, wir sind connected, Alter. Wir müssen auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Ey, egal wie. Schon vor lange live, ne? Nein, sind wir vor lange? Anderthalb Stunden. Wer ist dieser Sabo überhaupt? Kennt man? Es ist, guck mal, ich glaube, was halt voll wichtig ist, ich glaube, das meinte Burak zum Beispiel auch, da habe ich mir auch gesagt, ja, es ist voll wichtig, dass einfach ein Grundvertrauen auf jeden Fall halt so da ist. Weißt du? Also ich glaube, sowas, so, ich glaube, ich kann gar nicht so einen richtigen Tipp geben, weil die Frage ist halt wirklich immer, ist es dann halt auch die richtige Frau, Nummer eins?
so, weil ich persönlich mir einfach nicht hundertprozentig sicher bin, ob die biologischen Bedürfnisse dann halt über dieser auch spirituellen Verbindung und diesen Commitment dahingehend dann auch irgendwie stehen würden. So, das wäre halt schon mal Nummer eins, sich, glaube ich, zu hinterfragen, ist diese Frau auch wirklich die Frau, die ja die Mutter meiner Kinder werden soll, mit der ich verbringen möchte, mit der ich auch eine Soul-to-Soul, die Herz-zu-Herz-Verbindung habe. Jetzt hängt es gerade bei mir. Was ist, das ist halt das eine. Also du sagst, das eine hat doch unmittelbar was mit dem anderen zu tun. Also du sagst jetzt zum Beispiel, ja, weiß ich nicht. Ich bin ja kein Mann. Ja, so, weil ich sag dir nein. Ich sage dir nein. Ich sage dir, ein Mann kann auch für dich bis zum Tod da sein und sich um dich kümmern und dich lieben und alles für dich tun und vielleicht in den letzten 10 Jahren nochmal irgendwo mit einer anderen Frau geschlafen haben. Das widerspricht sich nicht. Ja, grundsätzlich. Das Ding ist halt, du als Frau kannst es dir halt nicht. Du kannst es halt auch nicht nachvollziehen als Frau, weil das halt für dich nicht so ist. Du könntest es nicht, oder? Du könntest nicht mit einem anderen Mann schlafen, während du mit einem Mann zusammen bist. Ich habe gar nicht das Bedürfnis dazu, glaube ich. Also das Bedürfnis wäre gar nicht da und ich verstehe halt voll, dass beim Mann da einfach andere Hormonlevel sind und so weiter und so fort. Deshalb habe ich da einfach keine klare Meinung überhaupt zu, wie das überhaupt auch bei mir persönlich wäre, ob das für mich halt auch was wäre, was für mich halt dann okay wäre oder nicht, weil es für mich, glaube ich, wirklich in allererster Hinsicht auch darauf ankommt, wie safe und wie sicher fühle ich mich mit diesem Mann, so wie sehr vertraue ich diesem Mann, so. Und ich glaube, deshalb kann ich da nicht so ganz irgendwie was zu sagen. Also bei mir war es halt bisher immer so, dass für mich diese Exklusivität halt wichtig war. Normal irgendwie ist. Ja. So. Für mich auch. Deshalb fand es halt interessant halt, was Burak ja auch irgendwie alles so gesagt hat. Hier das schreibt gerade einer, Leon nimmt uns alle mit in die Haftung. Nicht alle Männer sind so und so. Das sage ich auch nicht. Weißt du, wie ich meine so? Ich sage es nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass viele Männer da was in sich spüren und einfach viel auch unterdrücken, weil sie vielleicht Angst davor haben, die Frau zu verlieren. Generell vielleicht nicht so viel Zugang haben zu Frauen und die eine nicht verlieren wollen und so. Das sind alles Themen und Faktoren, die da mit reinspielen. Und ich finde es halt trotzdem so, wenn du halt ein Typ bist und sagst, ja, ich bin voll der treue, krasse Typ und so, aber dir jeden Abend auf irgendeine andere Olle einen runterholst, so, dann ist das für mich auch, also dein Gehirn unterscheidet nicht zwischen, was wirklich passiert und was nicht wirklich passiert, so, weißt du? Und da ist dann schon dieses Bedürfnis da und das sollte man halt irgendwie entweder in den Griff bekommen oder halt irgendwie, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich bin immer noch guter Dinge, was das Thema angeht, dass ich eventuell eine Frau finde, die mich auf allen Ebenen befriedigt und vielleicht geht das dann ja weg. Weißt du? So. Ja. Weil ich weiß, dass ich über einen langen Zeitraum treu sein kann. Ich hab das auch schon durchgezogen und ich weiß, dass es auch funktioniert, so. Aber es muss dann halt auch wirklich die richtige sein. Und wenn es die richtige ist, man weiß nie. Einer schreibt, also wenn ich das Bedürfnis habe, Autos zu klauen, soll ich dann einfach machen? Viele verstehen das halt auch einfach falsch. Und daran merkst du, du kannst heutzutage kaum über solche Themen reden, ohne dass irgendwelche Leute... Ich kann es gar nicht rechtfertigen. Nee, nicht wegen rechtfertigen, aber... Ich glaube, alle haben verstanden. Ja. Ja, und wie gesagt, man soll es trotzdem nicht unterschätzen, dass natürlich auch sexuelle Disziplin auch für Männer brutal wichtig ist. Du kannst nicht einfach mit jeder Frau schlafen, die nicht bei drei auf dem Baum ist. So. Was bedeutet Liebe für euch persönlich? Oh, voll schön. Soll ich anfangen? Oder? Ja, hau mal raus. Du hast dich doch gerade so gefreut. Ich mache aber nicht wieder so ein Monolog. Hau raus, mach bionomische Formel auf. Bionomisch vor allen Dingen. Warte mal ganz kurz. Ich habe meine Fresse gehalten. Ey, warte mal ganz kurz. Wir haben Was?
Wir haben vergessen, wir haben jetzt nur darüber geredet, ob dir ein Bodycount bei einem Mann wichtig ist. Ja, ob dir ein Bodycount bei der Frau wichtig ist, haben wir gar nicht. Aber ja, safe ist dir das wichtig. So, oder? Siehst du, da muss man nicht mal was zu sagen. Ne, es ist dir ja safe wichtig. Oder? Nee, ist schon, ne? Wichtig, also doch, ja. Doch, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ist, glaube ich, ja. Vielen wichtig. Ne? Männern ja. So. Ja. Ja. Was? Willst du das noch kurz erläutern? Oder? Ich weiß nicht, Chat, habt ihr zu dem Thema noch eine Frage, so Bodycount-technisch, ab wann zu viel ist dies, das? Also bei dir ist jetzt zum Beispiel, du sagst, es kommt immer auf den Zeitraum an und so, bei dir gibt es noch so ein paar Gegebenheiten, wann dieser Bodycount gesammelt wurde und so, aber grundsätzlich wäre es dir egal. Wie bitte? Ob mir das grundsätzlich mir das egal wäre? Mir komplett egal auch nicht, habe ich ja gesagt. Ja, okay, was ist denn da deine Grenze? Nö, da gibt's keine Grenze. Da geht's halt vor allem darum, wie sehr vertraue ich dieser Person jetzt. Okay, das haben wir verstanden. Wie lange ist das alles her? Das haben wir verstanden, es gibt keine Zahl, wo du sagst, das ist too much. Nein, weil Menschen, ich kann doch jetzt nicht, es geht ja nicht um Zahlen. Nein, geht nicht für mich um Zahlen. Geht nicht um Zahlen? Ja, aber bei uns ist es ja ein bisschen anders. Weißt du, was ich meine? Ich könnte dir konkret direkt eine Antwort geben auf so eine Frage. Ja, okay. Ja, gut. Dann weißt du? Deswegen dachte ich vielleicht du auch. Ja. Ja. Okay. Nee, also ich musste über den Chat nur lachen. Die lügen. Hör nicht drauf. Ist so. Ey, wir haben vorhin, wo wir in den Chat geguckt haben und gelacht haben, da haben wir genau in derselben Sekunde das Gleiche vorgelesen. Ist dir das aufgefallen? Ja. Mhm. Ja. Auf jeden Fall sage ich so alles, was, also ich bin auf jeden Fall, wenn ich eine Frau ernst nehme und sage so, okay, ich könnte mir vorstellen, mit ihr eine Beziehung zu führen, dann frage ich auf jeden Fall nach dem Bodycount. An irgendeiner Stelle kommt dann die Frage, so, weißt du? Ja. Und ich sag dir ehrlich, also alles ja. Über, also muss auf jeden Fall im einstelligen, sollte, nicht muss, ich will nicht sagen muss, sollte auf jeden Fall im einstelligen Bereich sein. Am besten so einstelliges Mittelfeld. Weißt du, was ich halt voll spannend finde dazu, also ne, darauf jetzt eingehend, ich persönlich Wecker oder warte, was? Warte, bin Wecker dran. Ja, das ist mein Abendroutine-Wecker eigentlich. Oh shit. Mein 22 Uhr Abendroutine-Wecker ist nicht schön. Fühl ich. Ich ignoriere ich auch öfter mal. das Ding ist, dass ich persönlich gar keinen Sex mit einem Mann haben könnte, mit dem ich nicht zusammen bin. So. Stark. Und deshalb finde ich halt, also ich persönlich kann gar nicht so richtig nachvollziehen, dieses, also ich möchte jetzt gar nicht irgendjemanden schämen, der jetzt irgendwie anders ist. Hau raus, scheiß drauf, hier gibt's keinen, ja. Hau raus! Also, ich muss mich dafür safe fühlen mit jemandem. So. Und ich könnte jetzt definitiv nicht mit einem. Also, du kannst dir nicht vorstellen, wie andere Frauen einfach so bumsen, zum Beispiel, oder was? Das wolltest du doch gerade sagen, oder? Nee. Oder was wolltest du sagen? Ja, genau. Also, das kann ich mir für mich halt nicht vorstellen, weil für mich, gehört Sex halt in, also für mich persönlich halt dann in eine Beziehung irgendwie rein. Da muss schon eine Verbindung sein, ne? Da sollte schon irgendwas Deepes sein, sagst du, ne? Ja, voll. Und gerade halt einfach auch, desto älter ich jetzt geworden bin und desto mehr ich halt weiß, was ich halt auch möchte,
gerade auch, ne, Energieaustausch, also da würde ich ja nicht auf die Idee kommen, mit irgendeinem so einem Hi-Fi einfach zu schlafen. So, also, safe. Da würde ich mir ja vorher drüber Gedanken. Ja, das ist ja auch wieder so Biologiegeschichte, weißt du, was ich meine? So, weil es kann ja immer sein, dass man schwanger wird. So eine Frau kann bei jedem Sex schwanger werden eigentlich, weißt du? Und du willst ja nicht einfach ein Kind von irgendjemandem bekommen. Heutzutage gibt es halt voll viele Möglichkeiten mit Pille nehmen und mit Pille danach und abtreiben und diese ganzen Geschichten haben es halt möglich gemacht. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, wenn es das nicht so richtig krass geben würde, dann würden generell, glaube ich, Frauen Männern gar nicht mehr diesen Zugang geben und dann könnten Männer auch gar nicht mehr so viel Sex haben. Weißt du, was ich meine? So, ich glaube, das würde sich dann insgesamt ein bisschen ausbalancieren an der Stelle, wenn ich das so sagen darf. Mega. So. Genau, was bedeutet Liebe für dich? Boah, ist eine krasse Frage.